Eigentlich wollte ich die Einleitung draußen aufnehmen, aber wie die Natur so ist, kein Wunschkonzert, regnet es gerade und das Video soll ja morgen online kommen. Jetzt genug mit den Ausreden, was erwartet dich jetzt so in einem Video? Neue Auspflanzungen draußen im Freiland, etwas in der Voranzucht ist auch dabei. Wir schauen uns das Liebesleben von den Wildbienen an und ich kläre die Frage, warum ich denn so viel leicht bekleidet oder auch oberkörperfrei rumlaufe, auch manchmal in meinen Videos. Auf den letzten Drücker sind noch einige Menschen Ende Februar zu mir gekommen und haben ihre Rückschnitte mir gebracht, bevor sie im März das nicht mehr machen durften. Ist ein Pluspunkt für mich, weil die werde ich jetzt ordentlich häckseln, damit ich hier eine sehr gute Grundlage für ein Smulchmaterial habe, damit sich hier unter anderem besser Pilze ansiedeln können, meine Pflanzen besser wachsen dadurch, weil sie in eine Symbiose gehen und das Wasser auch besser gehalten wird. Und in der Kombination mit stickstoffhaltigem Material, wie zum Beispiel Grasschnitt oder vielleicht auch meine Küchenreste, zum Beispiel mein Saftrester, wird sich hier so nach und nach guter Humus aufbauen über die Jahre hinweg. Die Gunst der Stunde schnell nochmal ausnutzen. Anfang Frühjahr ist wärmer, macht ein bisschen mehr Spaß im Garten zu arbeiten und gleich die Beete erweitern. Platz erweitern, weil ich geplant habe, zwischen den Bohnenreihen noch eine Mischkultur mit Salat zu machen. Ich arbeite ja sehr gerne mit der Grabgabel. Die hat aber leider schnell ihren Geist verloren. Ich hätte den Hebel nicht so ausnutzen sollen. Ungünstiger Bruch, wie bei der Kampfkunst. Bisschen ärgerlich, doch jetzt muss er dann der Spaten herhalten. Hab das so gemacht, dass ich mich an einem Tiefkulturbeet orientiert habe. Das heißt, dass ich zwei Spaten tief ausgehoben habe. Da ein bisschen Bokashi mit eingearbeitet habe, wo auch Pflanzenkohle mit drin ist. So, damit auch ein bisschen tiefgründiger der Boden besser aufgebaut wird. Ja, und auf diese Schicht die Grasnarbe umgedreht reingeworfen habe. Diese mit dem Spaten noch ein bisschen zerkleinert habe. Und darauf dann die lockere Erde. So bin ich die ganze Reihe vorgegangen. Und zum Schluss, wie es sich natürlich gehört, habe ich natürlich gemulcht mit Laub und dann auch später mit den Holzhäckseln. Nicht nur wir Menschen mögen die Wärme und den Sonnenschein, sondern auch unsere guten Kollegen, die Wildbienen, kommen auch langsam aus ihren Quartieren raus. Und es ist dann auch doch sehr interessant zu sehen, wie die Männchen mit den Weibchen umgehen. Ich glaube, in unserer Gesellschaft wäre der Mann ziemlich schnell im Knast. Mal abgesehen von diesen rauen Spielchen bin ich doch sehr verwundert, wie jedes Jahr die Wildbienen bei mir mehr werden. So, die nächsten Kopfsalate für den fortgeschrittenen Frühling beziehen jetzt auch ihre Plätze in den Hochbeeten und auch in den Kisten.
Im Folientunnel zum Beispiel hat der Treibhauskopfsalat den Winter überstanden und wächst auch schon sehr gut vor sich hin. Kann auch bald geerntet werden. Die Natur erwacht von ihrem Winterschlaf, genauso wie die Stecklinge und Ableger, die ich auch euch gerne weitergebe, damit ihr ein neues Zuhause bekommt. Wer Interesse hat, schreibt mir doch gerne einfach eine E-Mail. In dieser Zeit, März und April, habe ich immer eine zusätzliche Trainingseinheit, und zwar das Abhärten der Jungpflanzen. Die Tomaten, Paprika und Auberginen dürfen ein bisschen Sonne tanken, jetzt am Anfang so circa halbe Stunde bis 45 Minuten, damit die keinen Sonnenbrand bekommen. Ist sehr wichtig, die Pflanze halt langsam an der Umgebung ran zu gewöhnen, an den Wind und die Sonne. Achte bitte darauf und steigere auch langsam die Dauer, an denen deine Pflanzen draußen sein dürfen. Fürs Rein- und Raustragen brauche ich ungefähr eine Stunde. Geregnet hat es sogar auch, und da dürfen die Gewächshäuser auch nicht zu kurz kommen, denn da kommt kein Regen rein. So, ab und zu kommt es mal vor, dass die Leute mir die Frage stellen, ob es mir doch jetzt nicht ein bisschen zu kalt ist, wenn ich hier so leichtzügig rumlaufe mit kurzer Hose und dem Muskelshirt hier, obwohl wir es erst März haben und so circa 10 Grad. Die logischste Antwort ist ja zu sagen, nee, mir ist nicht kalt, sonst würde ich ja so nicht rausgehen. Aber die Wahrheit ist, ich werde dazu gezwungen. Es ist mein Vater, der nicht möchte, dass ich ein Weichspüler werde. Er ist oft zu mir hergekommen und sagte zu mir, warum du so eine Memme? Wir damals, früher, bei minus 5 Grad sind wir schon oberkörperfrei rumgelaufen. Sei jetzt nicht so. Ich habe so lange gegen sie gekämpft, bis ich Respekt hatte vor ihnen und ich der Rudelanführer war. Und du heulst hier rum wegen bisschen kaltem Wind und wie schwer doch das Leben ist, obwohl du auch noch Heizung, Kühlschrank und alles Mögliche hast. Dabei, dabei, geh arbeiten und trainieren. Sonst schicke ich dich noch nach Sibirien in Gulag, damit du zu richtigem Mann wirst. So, genau deshalb faste ich auch so viel, trainiere auch viel und mach die pflanzliche Rohkost, um mich einfach vorbereiten und zu stehlen. Das meint er jetzt nicht aus gesundheitlichen Gründen oder weil es mir auch Spaß macht. Der Mann setzt mich unter Druck. Sonst werde ich noch eines Tages entführt, wach plötzlich in einem russischen Arbeitslager auf und ihr werdet davon nichts merken, weil mein Vater so intelligent ist, dass er Deepfake und eine KI nutzen wird, um weiterhin Videos zu produzieren, damit er alles verschleiern kann. Der Mann ist ein Genie. Bitte helft mir. Und es reicht auch nicht, allein die Polizei anzurufen. Wir müssen noch eine Stufe höher gehen. Wir brauchen den Papst und einen Exorzisten. Und ich hoffe, er schaut nicht dieses Video. Sonst bin ich erledigt. Nein, Spaß. Das ist nicht mein Vater, sondern die Ansprüche habe ich selber. Dennoch kommt jetzt der wahre Grund. Denn es gibt drei Aspekte, die sehr attraktiv auf das weibliche Geschlecht wirken. Octavius Rex, bekannt als groß, gebräunt und gut aussehend. Miep. Mit 1,80 bin ich Durchschnitt, gut aussehend. Naja, aber gebräunt kann ich werden. Dann kann mir auch keiner meine Privilegien vorhalten als weißer Hetero-Cis-Mann, denn ich bin ja gebräunt. So, dann sind die meisten Leute verwirrt und denken dann noch, ich sei Italiener. Yahoo! Das ist mir schon wirklich mal passiert.